Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Gewinnoptimierung im Monopol. Die Aufgabenstellung ist also die gleiche wie im vorigen Video. Wir wollen die Gewinnfunktion eines Anbieters optimieren, aber anders als im Polypol hat dieser Anbieter nun die Möglichkeit, den Preis selber vorzugeben. Im Polypol waren die Anbieter Mengenanpasser, der Marktpreis war vorgegeben, den konnte ein einzelner Anbieter nicht beeinflussen, aber im Monopol gibt es nur einen einzigen Anbieter, der ein bestimmtes Produkt anbieten kann und kann dafür sozusagen den Preis vorgeben und sich dann anschauen, wie groß ist die Nachfrage, die dann am Markt dafür entsteht und damit entsprechend Erlöse oder Gewinne optimieren. Wie entsteht jetzt also in dieser Aufgabe das Monopol? Die Story ist folgende: Ein Unternehmen besitzt aufgrund eines Patents ein Monopol auf einen Wirkstoff, der von der Pharmaindustrie nachgefragt wird. Ja, also dieses Unternehmen hat eine Innovation gemacht, nur die können diesen Wirkstoff anbieten und die können den Preis kontrollieren. Das, was sie sich überlegen müssen, ist, je nachdem, wie sie den Preis festsetzen, wie hoch ist die Nachfrage. Und hier gehen wir davon aus, die Marktforschungsabteilung hat die Hausaufgaben auch gemacht und wir kennen die Nachfragefunktion bereits. Die ist gegeben durch folgende Funktion: D von P ist gleich 200 mal E hoch minus 0,01 mal P. Ist jetzt also keine lineare Nachfragefunktion, sondern eine exponentiell fallende Nachfragefunktion mit einer nominellen Rate von 1%. Geht es dann nach unten und die gibt mir also die Menge x an, die nachgefragt wird. Würde also der Preis beispielsweise mit 0 festgesetzt, würde das Produkt gratis hergegeben, wäre E hoch 0 gleich 1 und dann wäre die nachgefragte Menge gleich 200 und dann je höher der Preis angesetzt wird, desto mehr fällt dann diese Nachfragefunktion. Ja, das ist also eine Exponentialfunktion, die so nach unten geht. Außerdem möchte das Unternehmen natürlich bei der Gewinnoptimierung auch wieder die Kosten berücksichtigen. Die sind hier als lineare Funktion der Menge gegeben. C von x ist gleich 1500 plus 50 mal x. Wir haben also variable Stückkosten oder marginale Kosten von 50 Geldeinheiten und Fixkosten von 1500 Geldeinheiten. Die Fragen sind jetzt, welchen Gewinn erzielt das Unternehmen, wenn es seinen Erlös maximiert, also nur die Erlöse ohne die Kosten zu berücksichtigen, und welchen Gewinn kann das Unternehmen maximal erzielen? Hier müssen wir jetzt also die Erlösfunktion einmal aufstellen und die Gewinnfunktion. Bei der Gewinnfunktion müssen wir dann Erlöse und Kosten übereinbringen und da haben wir hier noch die Situation, dass wir die Nachfrage in Abhängigkeit des Preises P haben und die Kosten aber in Abhängigkeit der Menge x. Und als Monopolist kann ich im Prinzip beides wählen. Ich kann entweder den Preis festlegen, mir dann über die Nachfragefunktion überlegen, was ist dazu die Nachfrage und mir damit die Erlösfunktion aufstellen. Und alternativ kann ich mir aber auch überlegen, naja, welche Menge x möchte ich denn produzieren und wie muss ich dafür den Preis p festlegen? Schauen wir uns das nochmal genauer an. Also, wir haben jetzt zunächst einmal gegeben die Nachfragefunktion. Wie schaut die aus? Wir haben also hier unsere Preisachse, da haben wir die Nachfrageachse und wir haben so eine exponentiell fallende Nachfragefunktion. An der Stelle P gleich 0, haben wir uns gerade schon nachgefragt, beträgt die Menge, die nachgefragt wird, 200 und dann fällt die Nachfrage mit 1% pro nominell, mit 1% pro Geldeinheit Anstieg. Und was ganz intuitiv ist, wir können jetzt irgendeinen Preis P hier festlegen und können dann ablesen, was ist die zugehörige nachgefragte Menge D von P. Aber umgekehrt könnte man auch sagen, ich möchte eine bestimmte Menge produzieren. Warum wir das wollen, sehen wir gleich noch. Und könnte dann sagen, naja, wie muss ich denn dafür den Preis festlegen, damit auch wirklich diese Menge nachgefragt wird und nicht eine niedrigere oder eine höhere. Ja, und wenn ich
eine höhere Menge verkaufen möchte, muss ich den Preis niedriger festsetzen. Und wenn ich eine niedrigere Menge verkaufen möchte, kann ich einen höheren Preis festsetzen. Möchte also nicht vom Preis auf die Menge, sondern von der Menge auf den Preis schließen. Das haben wir hier in der Gleichung, haben wir die Menge und den Preis in Verbindung gesetzt. Und wir müssen also nur diese Gleichung auflösen und das P freistellen als Funktion von x. Und das nennt man dann auch die inverse Nachfragefunktion. Machen wir das einmal hier mit dieser konkreten Gleichung. Fangen also an bei x gleich 200 mal e hoch minus 0,01 mal p. Können wir zunächst mal die 200 auf die andere Seite bringen, mal e hoch minus 0,01 mal p. Und dann logarithmieren wir auf beiden Seiten, nehmen den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion. Dann haben wir links stehen ln von x minus ln von 200, weil eben der Logarithmus von dem Quotienten die Differenz der Logarithmen ist. Und das ist minus 0,01 mal p. Und dann müssen wir nur noch mit minus 100 durchmultiplizieren, um den Koeffizienten hier loszuwerden. Und haben dann da stehen, minus 100 ist ln von x plus 100 mal ln von 200. Und das ist gleich p. Und genau das steht hier oben auf den Folien schon drauf. Das p ist gleich minus 100 mal der natürliche Logarithmus von x plus 100 mal der natürliche Logarithmus von 200. Das sieht ein bisschen kompliziert aus mit den natürlichen Logarithmen, werden wir aber gleich sehen. Es geht nicht so schwer, damit zu rechnen. Und das Schöne ist jetzt, dass ich in beide Richtungen gehen kann. Ich kann entweder vom Preis auf die Menge schließen oder völlig äquivalent zurück von der Menge auf den Preis. Und dadurch, dass ich die gegeben habe, kann ich mir jetzt ganz leicht die Erlösfunktion aufschreiben. Ja? Weil die Erlösfunktion ist grundsätzlich Preis mal Menge. Und ich hätte jetzt hier x einsetzen können als Funktion des Preises. Ich kann aber auch den Preis einsetzen als Funktion der Menge. Haben wir also minus 100 mal den natürlichen Logarithmus von x plus 100 mal ln von 200 und das Ganze in Klammern mal x. Und wenn ich dann die Klammer auflöse, bekomme ich 100 mal ln von x mal x plus 100 mal ln von 200 auch mal x. Und jetzt haben wir also die Erlösfunktion als Funktion der Menge da stehen. Die können wir dann leicht in Verbindung bringen mit der Kostenfunktion, die auch eine Funktion der Menge ist. Also haben alles jetzt auf die gleiche Variable umgestellt. Schreiben wir hier die Erlösfunktion nochmal auf den Folien schön hin. Und die nächsten Schritte waren jetzt folgende. Die erste Frage war, was passiert, wenn ich meine Erlöse maximiere? Welchen Gewinn kann ich dann erzielen? Und die zweite Frage war, was passiert, wenn ich meinen Gewinn maximiere? Im ersten Schritt müssen wir also die Erlösfunktion maximieren, also ableiten und 0 setzen, zweite Ableitung überprüfen. Und das können wir hier relativ einfach machen. Die Funktion sieht zwar etwas unerfreulich aus mit den ganzen Logarithmen da drin, das ist aber gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wenn wir den ersten Summanden hernehmen, die minus 100 als Konstante bleiben einfach stehen und dann haben wir ein Produkt da stehen, der Logarithmus von x mal x. Ja, können wir jetzt Produktregel machen, erste Funktion ableiten mal zweite Funktion, Logarithmus abgeleitet ist 1 durch x mal x und dazu addieren müssen wir erste Funktion stehen lassen, ln von x und zweite Funktion abgeleitet. X abgeleitet ist aber einfach nur 1, bleibt also ln von x stehen. Und das hier hinten plus 100 mal ln von 200 mal x sieht lang und schwierig aus, aber all das hier vorne
ist nur konstant, was mit x multipliziert wird. Das ist also nur eine lineare Funktion mit einem kompliziert aussehenden Steigungsterm. Aber die Steigung ist einfach 100 mal ln von 200. Und dann können wir hier die Klammer noch auflösen. Das ist also minus 100 mal 1 plus, oder sagen wir gleich, lieber minus 100 mal ln von x und dazu kommen dann plus 100 mal ln von 200. Und das ist dann also unsere Ableitung der Erlösfunktion. Ich übertrage das hier auch einmal auf die Folie. Und diese Ableitung wollen wir jetzt gleich 0 setzen, um unseren kritischen Punkt zu bestimmen. Wir müssen jetzt also nach dem x auflösen. Als erstes kann uns da vielleicht auffallen, dass wir hier überall eine 100 drin stehen haben. Und wenn wir auf der rechten Seite durch 100 dividieren, ist da immer noch die 0. Das heißt, wir können einfach durch 100 teilen und haben dann minus ln von x minus 1 plus ln von 200. Und das soll gleich 0 sein. Und dann können wir den ln auf die andere Seite bringen. Da stehen minus 1 plus ln von 200 ist gleich ln von x. Und dann müssen wir auf beiden Seiten die e-Funktion anwenden, die e-Potenz, müssen also alles e hochnehmen. Da haben wir also einmal e hoch minus 1, das ist 1 durch e, mal, also im Exponenten, minus 1 plus ln 200 kann ich auch aufsplitten in e hoch minus 1 mal e hoch den natürlichen Logarithmus von 200 und e hoch ln fällt einfach gegeneinander weg. Das ist dann einfach 200 und e hoch ln von x ist x. Und damit haben wir als Lösung x ist gleich 200 durch e. Auch hier diese Umformung auf den Folien nochmal hingeschrieben. Also gerade dieser Schritt ist vielleicht der kritische gewesen. Auf beiden Seiten e hochnehmen. E hoch ln x ist einfach x. Und e hoch ln von 200 minus 1 kann ich eben aufsplitten in e hoch ln von 200, das ist 200, mal e hoch minus 1, das ist also 1 durch e. Und wenn ich das in den Taschenrechner eintippe, 200 durch e, bekomme ich 53,58 irgendwas, irgendwas, irgendwas. Das ist also der einzige kritische Punkt unserer Erlösfunktion, der jetzt als Maximalstelle in Frage kommt. Ja, eine produzierte Menge x von 53,58 Tonnen in diesem Beispiel. Um zu schauen, ob das auch wirklich ein lokales Maximum ist, brauchen wir jetzt natürlich noch die zweite Ableitung. Auch die ist gar nicht schwer zu erhalten. Das sieht wieder mit den Logarithmen da oben nicht so ganz einfach aus, aber wenn wir also diese Form für die erste Ableitung hernehmen, dann haben wir da zwei Konstanten drin stehen. Plus 100 mal ln von 200 ist konstant, minus 100 ist konstant. Beim Ableiten fällt das beides weg. Und dann haben wir nur, da stehen minus 100 mal und ln von x abgeleitet ist 1 durch x. Also minus 100 durch x. Und x ist ja die produzierte Menge, die muss positiv sein. Das heißt, minus 100 durch x ist immer kleiner als 0. Das heißt, die Menge x gleich 73,58 ist wirklich die Maximalstelle, wo der Erlös maximiert wird. Und wenn wir dann wissen wollen, wie hoch ist denn dann wirklich der Erlös, können wir ja einmal einsetzen, R von 73,58. Und da können wir also in diese Form der Funktion einsetzen, muss man also in den Taschenrechner eintippen und erhält dann ein Ergebnis von
7.357,59 Geldeinheiten. Das ist also das Maximum, was wir erlösen können. Die nächste Frage ist, mit welchen Kosten ist das Ganze denn verbunden? Was bleibt mir denn als Gewinn übrig? Dafür brauchen wir also die Gewinnfunktion Pi von x gleich R von x minus C von x, also wieder Erlöse minus Kosten. Und wenn wir das hier einsetzen, schaut das also so aus. Die Erlösfunktion hatten wir gerade vorher nochmal hingeschrieben. Die war von dieser Form und die Kostenfunktion war eine einfache lineare Kostenfunktion mit Fixkosten von 1500 und variablen Kosten von 50 mal x. Und wenn wir in diese Funktion dann an der Stelle 73,58, eben diese Anzahl Tonnen, die wir von unserem Wirkstoff produzieren und verkaufen, einsetzen, erhalten wir da einen Gewinn von 2.178,8 Geldeinheiten. Ich könnte jetzt natürlich auch nach jeder anderen Größe fragen, könnte fragen, wie hoch sind denn nur die Kosten, wie hoch ist denn die Nachfrage, wie hoch ist der Preis, all das kann ich mir jetzt an der Stelle 73,58 auch ausrechnen. Die Umformung zur inversen Nachfragefunktion habe ich ja auch nochmal auf den Folien stehen. Gut, halten wir jetzt also nochmal fest, was war unsere Gewinnfunktion? Die sah so aus und wenn wir jetzt bestimmen wollen, was ist denn nicht nur der Gewinn im Erlösmaximum, sondern was ist wirklich der Gewinn, den wir insgesamt maximal erzielen können, dann müssen wir diese Funktion ableiten. Auch hier schaut wieder auf den ersten Blick schlimmer aus, als es dann wirklich ist. Machen wir uns einfach mal dran. Minus 100 bleibt wieder stehen. Ln von x mal x haben wir wieder die Produktregel. Ln von x abgeleitet ist 1 durch x mal x ist 1 plus ln von x stehen lassen mal x abgeleitet ist 1, also ist plus ln von x. Dieses hier war einfach eine lineare Funktion von x mit einer komplizierten Steigung. Minus 50 mal x ist minus 50 abgeleitet und minus 1500 fällt beim Ableiten weg. Fassen wir hier noch die Terme ein bisschen zusammen. Minus 100 mal ln von x nehme ich mir hier als erstes her, also den zweiten Term in der Klammer. Warum? Weil dann bekomme ich hier minus 100 und da hinten noch die minus 50 dazu. Ist minus 150 plus 100 mal ln von 200. Und der Term hier hinten sieht wieder lang aus, ist aber einfach ein ganz konkreter numerischer Wert. Den könnten wir jetzt auch schon in den Taschenrechner tippen und ausrechnen. 100 mal Logarithmus von 200 minus 150. Und wir haben also eine relativ einfache Logarithmusfunktion als Ableitung der Gewinnfunktion. Das auch hier nochmal auf den Folien schön hingeschrieben und wir setzen jetzt diese Ableitung wieder gleich 0 um den kritischen Punkt jetzt der Gewinnfunktion, nicht nur der Erlösfunktion, zu bestimmen. Und machen wieder das gleiche wie vorher. Wir bringen die 100 mal Logarithmus von x auf die andere Seite. Da haben wir da stehen minus 150 plus 100 mal der natürliche Logarithmus von 200 ist gleich 100 mal der natürliche Logarithmus von x. Jetzt haben wir hier auch in jedem Term sowas in Hundertern stehen. Das können wir mal durch 100 kürzen. Dann bleiben also hier noch 3 halbe übrig. 150 durch 100 ist dasselbe wie 3 halbe.
Und dann haben wir rechts wieder nur noch den natürlichen Logarithmus von x stehen, müssen also auf beiden Seiten e hochnehmen. Ja, nehmen also e hoch minus 3 halbe plus den natürlichen Logarithmus von 200 und hier e hoch den natürlichen Logarithmus von x. Das kann ich wieder aufsplitten. Da habe ich einmal e hoch minus 3 halbe mal, also das Plus im Exponenten, wenn ich es aufsplitte, wird es mal e hoch den natürlichen Logarithmus von 200. E und ln hebt sich auf. Das heißt, ich bekomme hier 200 und das Ganze ist gleich x. Die Lösung schreiben wir uns auch hier nochmal in den zwei Schritten hin. Wir haben also wieder einen stationären Punkt bei x gleich 200 mal e hoch minus 3 halbe oder dividiert durch e hoch 3 halbe, wie es mir besser gefällt. Und das kann ich in den Taschenrechner eintippen, ausrechnen und erhalte jetzt eine niedrigere Menge. Ja, vorher war ja die erlösoptimale Menge bei 73,58 und hier haben wir jetzt eine gewinnoptimale Menge von 44,626. So viel muss ich produzieren, um optimale Gewinne zu erhalten. Ich war vielleicht einen Schritt sogar noch zu schnell. Ich habe jetzt schon gesagt, das ist das Gewinnoptimum. Wenn wir sauber sein wollen, und das wollen wir ja, sollten wir noch die zweite Ableitung überprüfen. Machen wir das doch eben noch. Haben wir hier wieder minus 100 mal ln von x ist minus 100 mal 1 durch x abgeleitet. Minus 150 ist konstant, fällt weg. 100 mal ln von 200 ist konstant, fällt weg beim Ableiten. Haben wir also wieder minus 100 durch x als die zweite Ableitung. Die Menge x muss positiv sein, die kann nicht negativ werden, die produzierte Menge. Damit ist also dieser gesamte Ausdruck wieder kleiner als 0. Die zweite Ableitung ist kleiner als 0 und damit ist der stationäre Punkt auch wirklich ein Maximum, so wie ich vorher schon behauptet habe. Und jetzt können wir diese Menge von 44,626 Tonnen wieder in alle Funktionen einsetzen. Wir können uns ausrechnen, wie hoch ist denn der Gewinn im Optimum, wie hoch sind die Erlöse, wie hoch sind die Kosten, wie hoch ist die Nachfrage, wie hoch ist der Preis. Und am meisten interessiert mich aber hier natürlich der Gewinn und da sind die 2962,6 Geldeinheiten etwas höher als das, was ich im Erlösoptimum habe erzielen können.